zwei Versuche. Ja? Das heißt, du musst überlegen, mache ich vielleicht mal einen Sicherheitsversuch mit links, ja? Links schwacher Arm, erstmal einen Sicherheitsball, ja? Oder gehe ich gleich auf die Fohlen? Ja? Auch hier müssen wir nochmal die Beine markieren. Ja? Wenn ihr es schafft, über die Grundlinie rauszukommen, jeweils 10 Punkte. Das gleiche gilt, wenn der Ball an die Wand geht, allerdings nur zwischen den beiden Korridoren. Ja? Am Korridor vorbei wäre 0 Punkte. Ja? Ja, irgendwas in der Richtung wäre logischerweise 0 Punkte. Ja? Okay. Soweit von eurer Seite noch Fragen. Ansonsten würden wir jetzt oben bilden von 3, 4, 9, maximal 4. Und ihr könnt versuchen, die Station nach und nach abzuarbeiten. Ja? Bitte bei den ganzen Sprungkraftgeschichten, Sprints, macht euch ordentlich warm. Ja? Oder gerade ihr dann gesagt, nie Probleme, lasst die Springerei sein. Wir wollen keine Plätze heute hier produzieren. Ja? Ansonsten versuchen wir, viele Punkte zu ergattern. Wir machen natürlich auch eine kleine interne Auswertung. Ja? Und vielleicht können wir jemanden in den Bereich von der Bundesliga gleich springen, wie von Kolja Meyer. Oder vor allem Oberdeutschen, der in dem Bereich 170, 180 Punkten war. Ich habe dann auch zu allen Stationen mal so Vergleichswerte. Durchschnittswerte mittlerweile haben diesen Test etwa 180 Leute gemacht. Ja, bei Trainerlehrgängen, bei Auswahllehrgängen etc. Okay, soweit? Alle Fragen geklärt? Okay, dann, wenn es Fragen gibt, einfach mich ansprechen. Einige Leute kennen auch den Test, der Klaus zum Beispiel, die in Bad Württemberg gemacht haben, oder der Horst. Ja, die wissen auch Bescheid. Ja. Was auch immer. Okay, dann einfach die Station durchmachen. Wir müssen so in einer guten Stunde.